Und wir haben ihn gerade schon im Beitrag gesehen. Zugeschaltet ist mir jetzt Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene. Schönen guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Was würden Sie schätzen, wie viel Potenzial an stillgelegten Bahnstrecken, die man zügig aktivieren könnte, gibt es noch in Deutschland? Wir haben insgesamt über 4000 Kilometer Schienenstrecke vorgeschlagen, die unseres Erachtens lohnt, reaktiviert zu werden. Wenn Sie von schnell sprechen, wäre ich schon zufrieden, wenn wir in den nächsten 5 Jahren über 500 Kilometer reaktivieren könnten. In den vergangenen 12 Monaten waren es 106 Kilometer, die wir geschafft haben. Das heißt, es gibt schon so eine Art Liste mit Strecken, die sich die Kommunen mal anschauen sollten? Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich die Blaupause für die Politik. Wir selber als Allianz Pro Schiene und auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen können ja nicht entscheiden, welche Strecke stillgelegt wird. Wir können nur Vorschläge machen. Und das ist jetzt unser Angebot an die Politik. Insgesamt knapp 300 konkrete Streckenvorschläge mit über 4000 Kilometern. Es würden 3 Millionen Menschen profitieren von einem Schienenanschluss, den sie jetzt nicht haben. Wir haben nach wie vor den aus unserer Sicht sehr unguten Zustand, dass jedes 7. Mittelzentrum in Deutschland keinen Bahnanschluss hat. Das darf eigentlich nicht mehr sein im Jahr 2020. Und vor den Herausforderungen, vor denen wir stehen im Klimaschutz und auch die soziale Frage, was Mobilität anbelangt. Die Menschen wollen die Eisenbahn wieder zurückhaben in der Region, in die Fläche. Und deswegen ist die Politik hier gefordert zu handeln. Tausende Kilometer, die da brach liegen quasi. Aber wer soll das jetzt machen? Wer soll es umsetzen? Das muss letztendlich eine Gemeinschaftsaktion werden von den Kommunen, von den Landkreisen, von den Bundesländern und vom Bund. Wir erwarten vom Bund, dass das Geld von der Bundesebene kommt. Im Personenverkehr ist das schon der Fall. Da gibt es ein Programm, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Das ist jetzt novelliert worden, sodass die Kommunen bis zu 90% Zuschuss für die Reaktivierung bekommen können. Was noch fehlt, ist die Finanzierung für Strecken, die für den Güterverkehr relevant sind. Da gibt es noch kein Finanzierungsprogramm des Bundes. Da muss der Bund noch nachlegen, damit der Knoten wirklich platzen kann. Warum gibt es da beim Güterverkehr noch nichts? Wo sehen Sie da das Problem? Naja, das war ein Thema Reaktivierung von Schienenstrecken, das ist jahrelang belächelt worden. Wir haben es erst durch unsere gemeinsame Pressekonferenz im vergangenen Jahr geschafft, es auf die bundespolitische Agenda zu heben. Seitdem ist Bewegung auf Bundesebene in dem Thema. Aber bis die Politik tatsächlich Finanzierungsprogramme auf den Weg bringt, dauert das manchmal länger als 12 Monate. Ich bin aber sicher, in der nächsten Koalitionsvereinbarung, egal welche Parteien die Regierung stellen werden, wird das eines der zentralen verkehrspolitischen Vorhaben sein. Andernfalls können wir auch die Ziele der Bundesregierung gar nicht erfüllen. Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030 und Marktanteilsteigerung der Güterbahnen auf 25%. Das geht nicht mit einem schrumpfenden Schienennetz. Dafür muss das Schienennetz wachsen. Und die Reaktivierung ist günstiger oft als der Neubau von Strecken. Muss dann dafür jetzt jede Kommune ihr eigenes Bahnunternehmen gründen? Nein, hier geht es um Infrastruktur. Was oben drauf fährt, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Da gibt es eingespielte Prozesse. Das würde, glaube ich, auch die Kommunen überfordern in der Komplexität. Es geht wirklich jetzt in Anführungszeichen nur um die Infrastruktur. Und die Kommunen und die Landkreise sind gefordert, mit Gutachten nachzuweisen, dass eine Reaktivierung volkswirtschaftlich sinnvoll wäre. Das ist immer Schritt 1, dass man da ein vernünftiges, belastbares Gutachten hat. Und dann müssen die eben beschriebenen Finanzierungsmöglichkeiten greifen. Jetzt haben wir gerade im Beitrag gesehen, da waren mehr Fahrgäste unterwegs, als man vorher erwartet hatte. Lässt sich mit solchen regionalen Strecken eigentlich Geld verdienen? Ja, durchaus. Also die Unternehmen, die dann, wenn die Gleise einmal reaktiviert sind, die dann fahren dürfen, die verdienen schon Geld, sonst würden sie es nicht machen. Die sind ja in der Regel privatwirtschaftlich organisiert. Und vor allen Dingen sollten wir den Schienenverkehr jetzt nicht nur unter der Perspektive des Geldverdienens sehen, sondern da ist ja auch gerade im Nahverkehr viel Gemeinwohl mit dabei. Muss sich nicht immer zwingend alles rechnen. Und deswegen ist es umso erfreulicher, dass alle Reaktivierungsbeispiele, die wir in den vergangenen Jahren verfolgt haben, extrem erfolgreich waren. Die tatsächlichen Fahrgastzahlen waren immer deutlich über den Prognosen, die zum Zeitpunkt der Reaktivierungsentscheidung gestellt worden sind. Wir haben im Beitrag eben die Bentheimer Eisenbahn gesehen. Da haben wir 30% mehr Fahrgäste jetzt in den ersten Monaten gesehen, als man damals mit den kühnsten und optimistischsten Prognosen sich hat vorstellen können. Ja, Stichwort, es muss sich nicht immer alles rechnen. Damit kennt sich die Deutsche Bahn ja ganz gut aus. Ist das auch der Grund, warum die sich im Regionalen nicht stärker engagiert? Ja, also
nochmal, es geht hier um Infrastruktur und da ist eigentlich eine Unwucht drin, die auch nicht mehr zeitgemäß ist. Von der Deutschen Bahn und ihrer Tochter DB Netz verlangt man, dass sich jeder Kilometer Schienenstrecke betriebswirtschaftlich rechnen muss. Das verlangt kein Politiker von jeder Straße. Wenn Sie mit diesem Maßstab an Kreisstraßen in Ostdeutschland herangingen, dann müssten Sie dort die Hälfte der Straßen stilllegen, weil die sich nicht rechnen, oder an Landesstraßen. Also insofern muss der Bund auch hier korrigierend eingreifen. Diese ursprüngliche Renditeerwartung, die man bei der Bahnreform 1994 hatte, dass man mit dem Schienennetz Geld verdienen soll, das ist, glaube ich, auch nicht mehr zeitgemäß, dass man da Gewinnerwartungen an die DB-Netz-Tochter richtet, die sozusagen aktienübliche Renditevorgaben bekommen. Das sollte der Vergangenheit angehören. Der Verkehrsminister Andi Scheuer hat ja gerade den Deutschland-Takt angekündigt, aber gibt er auch beim Thema Finanzierung aus Ihrer Sicht den richtigen Takt vor? Ja, wir haben einen massiven Aufwuchs bei den Investitionsmitteln des Bundes in die Schieneninfrastruktur. Das ist beachtlich, was wir in diesem Haushaltsjahr mehr bekommen, als es im vergangenen Jahr der Fall war. Und jetzt ist es die große Aufgabe, diesen Aufwuchs an Mitteln zu verstetigen. Da wird es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitere Weichenstellungen geben für den Bundeshaushalt 21 folgende. Aber ich bin optimistisch, dass zumindest die Richtung stimmt. Die Geschwindigkeit könnte immer größer sein, klar. Und Weichenstellungen sind ja gerade bei Bahnstrecken immer ganz gut. Vielen Dank, Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene. Gerne.